Immer wenn ich Asphalt rieche, denke ich an Maureen. Das letzte, woran ich mich erinnern konnte, bevor mir schwarz vor Augen wurde, der schwere Geruch von Asphalt. Und das erste, was ich sah, als ich aufwachte, war ihr Gesicht. Sie sagte, sie würde mein Bike wieder in Ordnung bringen. Umsonst, ohne Haken. Aber ich hätte wissen müssen, dass die Dinge niemals so einfach sind. Ja, wenn ich an Maureen denke, denke ich an zwei Dinge. Asphalt und Ärger. Ripburger, Sie sind ja total verblödet. Mr. Corley, hören Sie sich meinen Plan nur einmal an, meine Vision. Ich kenne Ihren Plan, Ripburger. Sie warten, bis ich abkratze, um dann meine Firma zu übernehmen. Oh, Sir, das ist nicht Ihr Ernst. Ich warte nicht darauf, dass Sie das Zeitliche segnen. Sie wissen, dass ich Sie nie leiden konnte, Rip. Aber Sie haben den nötigen Geschäftssinn und Killerinstinkte, das respektiere ich. Oh, danke sehr, Sir. Aber diese neueste Idee von Ihnen, auf unserer Aktionärsversammlung vorzufahren, zusammen mit einer Motorradgang. Wen wollen Sie eigentlich zum Narren machen? Die Aktionäre natürlich, Sir. Das ist gute Werbung und könnte unserem Image nicht schaden, wenn man uns zusammen mit echten Kunden von Corley Motors sieht. Was wissen Sie schon von unseren Kunden, Adrian? Sie haben doch selber noch nie auf einem Motorrad gesessen. Sie wissen, dass ich sehr gerne damit fahren würde, Sir, wenn ich nur nicht diese Gleichgewichtsstörungen hätte, dieses Problem im Innenohr. Ach, Ihre Ohren sind völlig gesund. Aber das, was dazwischen steckt, beunruhigt mich. Dan. Mhm. Weißt du, Bang, wir sind pleite. Ja? Wenn uns nicht bald ein paar Kröten über den Weg laufen, haben wir ein großes Problem. Nur die Ruhe. Ich habe so ein Gefühl, irgendwas läuft uns über den Weg. Ich meine was Großes. Ich glaube, Sie bleiben lieber hier, Rip. Der Laden ist nur für Biker zugelassen. Also schön. Wer von euch ist über mein Auto gefahren? Weshalb braucht er da drinnen nur so lange?
Vielleicht hat sich der alte Corley Ärger eingehandelt. Ja, vielleicht haben sie ihn mit nach hinten in den Hof genommen und ihm dann eins übergebraten. Eine hübsche Vorstellung, aber wohl nicht sehr wahrscheinlich. Ich glaube, er wird sie mit ein paar Geschichten aus der guten alten Zeit zu Tode langweilen. Aber Malcolm, ist das nicht illegal? Nein, damals war es das noch nicht. Also, mit wem fährst du heute? Er fährt mit mir. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass er viel lieber mit Ihrem kleinen Club fahren sollte. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen warten, Ripburger. Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Hilfe bei den Verhandlungen brauchen, Sir. Was für Verhandlungen? Ja, wir sind hierher gekommen, um Ihnen und Ihren Männern Arbeit anzubieten. Mr. Corley würde sich freuen, wenn Sie ihn zur alljährlichen Corley Motors Aktionärsversammlung begleiten. Sieht das hier für Sie aus wie eine Begleitagentur? Für Ihre Bemühungen würden Sie natürlich eine entsprechende Vergütung erhalten. Wir sind nicht interessiert. Es sieht aber sehr danach aus, als könnten Sie das Geld wirklich gut gebrauchen. Hören Sie, ich sagte, wir sind nicht zu mieten. Die Polecats kann man nicht mieten. Auch nicht, wenn das Malcolm Corleys letzter Wunsch wäre? Ripburger! Jetzt reicht es! Ich werde Sie... Warte eine Sekunde, Malcolm. Wenn's dir nichts ausmacht, würde ich mich gerne mal kurz mit Mr. Ripburger vor der Tür unterhalten. Ausgezeichnete Idee. Der Arzt sagt, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat. Das sind für uns alle schlechte Nachrichten. Er ist nicht nur ein netter Kerl, sondern er ist auch der letzte Motorradhersteller, den es hier gibt. Was passiert mit Corley Motors, wenn er stirbt? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Und wenn Sie uns zur Aktionärsversammlung begleiten, werden Sie herausfinden, was ich vorhabe. Keine Chance, Ripburger. Die Polecats sind keine Typen zum Mieten. Wenn Sie ein paar Muskeln kaufen wollen, sollten Sie die Rottweiler finden. Der alte Mann sagt, er will die Polecats oder gar nichts. Ich schätze, dann kriegt er wohl gar nichts. Und das ist Ihr letztes Wort? Das ist es. Hören Sie zu, ich mache Ihnen noch ein allerletztes Angebot. Bolus, nimm die Jacke und schwing dich auf sein Motorrad. Wir müssen uns um diesen Doppelzentner Abschaum kümmern. Es muss wie ein Unfall aussehen. Diese extra steife Krawatte denkt tatsächlich, ich würde ihm die Kontrolle über Corley Motors überlassen, wenn ich gehe. Mann, der kann sich auf eine Überraschung freuen. Hey, wo will Ben denn hin? Ihr Kollege hat sich entschlossen, unser großzügiges Angebot doch noch anzunehmen. Er wollte schon mal vorfahren, um sich die Strecke anzusehen. Tatsächlich. Also gut, Jungs, dann wollen wir mal. Juhu, kommen wir kommen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen Vollgas oder Full Throttle und wurden in unseren in so einen lustigen Müllcontainer gesperrt, aber natürlich kommt er raus. Ja, ein Game von LucasArts, man hat es am Anfang gesehen. Ich bin glücklich und froh, dass es endlich funktioniert hat, nach all der Zeit. Ich habe nichts. Das hier ist die... Gut, dass Ripburger die Finger von meinem Bike gelassen hat. Gut für ihn. Aufmachen! Bonk. Wir sind nicht gerade nett und großzügig. Hab die Tür repariert. Hat geklemmt. Hör zu, ich will keinen Ärger. Halt mich einfach raus aus dieser Scheiße. Sieht aus, als wären dir die Kunden ausgegangen. Ja, deine Gang ist mit diesen wohlgekleideten Herren abgehauen. Also, was soll's sein, Meister? Wo sind die alle hin? Was bin ich? Reiseleiter auf einer Kreuzfahrt? Vielleicht sind sie gerade auf dem Sonnendeck. Ich glaube, du steckst in der ganzen Scheiße mit drin. Ja, aber was willst du dagegen machen? Naja, vielleicht das weißt hier. Weißt du, was deiner Nase besser stehen würde? Was?
Die Bar. Also hör auf, mich zu verscheißern. In Ordnung, in Ordnung. Ich hab deine Schlüssel, aber ich weiß von nichts. Sie hatten Pistolen. Sie sagten, ich soll dich so lange wie möglich aufhalten. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Ich hab gehört, wie sie irgendwas von einem Hinterhalt erzählten, oben an der Straße. Was noch? Nichts, wirklich gar nichts. Hör zu, Mann. Hier sind deine Schlüssel, alles klar? Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und dass es so aussehen soll wie ein Unfall. Da waren sie nicht sehr erfolgreich. Aber warum wollen sie die Polecats in einen Hinterhalt locken? Ich mache mich besser auf den Weg. Na, dann machen wir das auch einfach. Benutzen die Schlüssel mit unserem Motorrad und cruisen davon. Ich hoffe ja, dass ich zu Fuß werde ich sie nie aufholen. Du sollst ja auch das Motorrad benutzen, Kollege. Ich hoffe ja, dass wir... keine Copyright Strikes bekommen wegen der Musik, die hier abgespielt wird. Wenn ich auf der Straße bin, bin ich unverwundbar. Niemand kann mich aufhalten. Aber sie versuchen es. Bist du nicht der Nummer 1 Polecat Obermacker? Ja, und du bist mir im Weg. Gewöhn dich dran, Mann, wenn die Rottweilers auf der Straße sind, gehört zu ihnen. Hey, das meine ich ernst. Jemand will die Polecats linken. Jemand will die Polecats linken? Oh Himmel, was sollen wir bloß tun? Das reicht jetzt. Komm schon, Polecätzchen! Kommt damit dir! Doch nicht aufgeben! Ja, man hat hier Motorrad-Fights. Man steuert mit der Maus nach links und rechts und mit der linken Maustaste haut man dem lustigen Gegner eins aufs Maul. Bis er von seinem Bike fliegt. Das dürfen wir später noch öfters machen. Während unser Motorrad sich in Einzelteile auflöst. Und verbrennt's, offensichtlich. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein aller... Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und das ist auch für mich. Irgendjemand hat was davon erzählt, dich umzubringen. Und das ist auch für mich. Ich habe einen Plan. Sie haben Pistolen. Malcolm Corleys letzter Wunsch. Irgendwas von einem Hinterhalt oben an der Straße. Ich habe einen Plan. Besser in Farbe. Ich sollte dir jetzt wohl besser Hilfe besorgen. Oh, hör auf zu nörgeln. Ich kenne hier jemand, der kriegt alles wieder hin. Was bist du? Ich bin Mechanikerin. Und so wie es aussieht, bin ich auch eine ziemlich gute Ärztin. Ich heiße Maureen. Ich heiße Ben. Warum hast du mir eins auf den Kopf gegeben, Maureen? Du hattest einen Unfall. Wood hat dich gefunden. Sie hat dich und dein Bike hierher gebracht. Mein Bike?
Was hast du mit meinem Bike gemacht? Ich hab's von den Toten zurückgeholt. Genau wie dich. Ungefähr das Gleiche, was ich auch mit dir gemacht habe. Ich brauche allerdings ein bisschen Hilfe, um fertig zu werden. Bevor wir hier aber weitermachen, mache ich erstmal eine kurze Pause und wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao, ciao!